Howdy, meine Weihnachtsfreunde, und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu meinem allerersten Weihnachtsdeko-Video diesen Jahres. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid und ich euch zeigen darf, wie ich unser Wohnzimmer für Weihnachten dekoriert habe in meinem rustikalen Waldweihnachtsstil dieses Jahr. Falls du neu hier sein solltest auf meinem Kanal, dann heiße ich dich recht herzlich willkommen. Mein Name ist Kauke Sarah und da der Western Lifestyle meine Lebenseinstellung ist, mache ich hier auf YouTube Western-spezifische Videos. Das heißt, ich mache Western Halls, ich dekoriere unser Zuhause im rustikalen, modernen Western-Stil, kombiniert mit Farmhouse-Dekoration, und zu Herbst- und zur Winterzeit mache ich auch dementsprechende Deko-Videos. Ich hoffe, das Video, das gefällt euch. Falls es so sein sollte, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir einen dicken Daumen nach oben da lassen würdet und meinen Kanal abonniert, denn dann seid ihr immer up to date und verpasst keine zukünftigen Videos mehr von mir. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Das allererste, was ich getan habe, bevor ich überhaupt irgendein Deko-Element in die Hand genommen habe, war, dass ich eben unsere Couch abgesaugt habe und auch das ganze Wohnzimmer durchgesaugt habe. Ich habe alle Oberflächen, wie zum Beispiel den Couchtisch oder halt eben das TV-Regal abgewischt, damit alles staubfrei und sauber ist. Das ist mir immer ganz wichtig. Und was ich dann auch immer bei unserer Couch mache, ist, dass ich sie eben mit Textil Erfrischer besprühe, damit die halt eben auch frisch riecht, weil man kann natürlich eine Couch nicht waschen, aber mir ist es immer ganz wichtig, dass es bei uns zu Hause frisch und ja, sauber ist, und deswegen mache ich das immer ganz gern, wenn ich dann neue Deko habe oder allgemein sauber mache, dass ich einmal die Woche die beziehbaren Kissen einmal komplett wasche und den Rest dann tue ich halt eben absaugen und dann eben mit Textilerfrischer besprühen. Und dann habe ich angefangen, die Couch schon zu dekorieren. Ich habe hier dieses Fell bei Kick gekauft für 10 Euro nur, und das passte natürlich auch wieder zu unserem rustikalen Western-Farmhouse-Interior, unserem Stil. Und die Kissenbezüge, die passten dann eben auch super von der Farbe her zur Couch und auch eben zu dem Fell. Die habe ich bei Frank Flechtwaren bestellt. Ein Kissenbezug hat, glaube ich, auch 10 Euro gekostet. Und den dritten Kissenbezug, den habe ich schon ein paar Jahre, den habe ich mal bei H&M Home bestellt gehabt. Und den finde ich halt auch so toll, weil er so richtig farmhausmäßig ist. Da steht nämlich drauf, Winter Farm, cut your own. Und ich liebe diesen Kissenbezug, der ist einfach so toll. Und der macht halt auch wieder einfach was her. Deswegen habe ich mir gedacht, kommt der direkt auf die Couch in die Mitte, da springt er jedem gleich ins Auge. Und das fand ich halt einfach toll. Und das war es dann auch schon mit der Couch. Bei unserem Sessel habe ich jetzt nicht viel gemacht, den habe ich eigentlich auch nur abgesaugt und mit Textilerfrischer besprüht. Genau das gleiche wie bei der Couch auch. Und dann habe ich auch vor Jahren mal bei Kick eine Decke gekauft, so in Felloptik, und die passte halt eben wieder super gut zum Rest der Couch dazu. Und diese Decke habe ich dann einfach zusammengefaltet, wie ihr es jetzt hier sehen könnt, und einfach hier über die Rückenlehne gelegt, damit es halt auch so ein bisschen was hermacht, damit die nicht einfach irgendwo in einem Eck liegt, damit es halt einfach schön sauber und ordentlich aussieht. Dann habe ich eben noch die Kissen dazu getan, die auf den Sessel gehören, und das war es auch dann schon. Und dann habe ich mich an den Couchtisch rangemacht, da habe ich auch erstmal alles abgeräumt und den Couchtisch abgewischt. Und dann habe ich angefangen, unsere Baumscheibe zu dekorieren. Ich liebe es, mit Baumscheiben zu dekorieren, weil die einfach einen super rustikalen Touch verleihen. Und ich fand das ja mit der Herbstdeko schon so schön, da habe ich mir gedacht, nö, die lasse ich jetzt ja trotzdem noch für die Weihnachtsdeko auf dem Couchtisch und dekoriere es halt ein bisschen anders oder auch ein bisschen ähnlich, weil das Windrad, das ich bei The German Farmhouse Shop gekauft habe, das ihr hier sehen könnt, das fand ich einfach so toll. Das wollte ich auch nirgendwo anders hinstellen. Deswegen habe ich mir gedacht, versuche ich es ein bisschen ähnlich wie bei der Herbstdeko zu machen, aber halt eben mit Weihnachtselementen. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Ich werde es auf jeden Fall nicht anders dekorieren. Ich werde es auf jeden Fall so lassen, wie es jetzt aussieht. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagen werdet.
Der rustikale Weihnachtsstil ist nicht für jeden was, das ist mir ganz klar. Manche mögen es auch viel mehr traditioneller, mit mehr Rottönen oder auch mehr mit weißen Deko-Elementen. Das ist ganz klar, jedem das seine. Und ich muss sagen, ich finde halt eben diesen rustikalen Touch einfach so toll. Vor allen Dingen mit viel Holz und viel Braun und mit Naturelementen finde ich halt einfach super, super toll. Und ich hoffe, dass es den einen oder anderen auch gefällt. Es ist trotzdem, finde ich farmhausmäßig auch, weil es ja auch viele von euch gibt, die eben auch diese Farmhausdeko gerne mögen. Und dadurch, dass ich halt eben auch so überwiegend Western angehaucht bin, das ist ja eigentlich, ja, nicht ganz das Gleiche, ist klar, aber irgendwie doch so ein bisschen ähnlich. Und deswegen hoffe ich, dass euch meine Weihnachtsdeko trotzdem gefallen wird, auch wenn ihr sagt, ihr verfolgt jetzt halt vielleicht einen anderen Stil dieses Jahr. Aber vielleicht kann ich euch dann trotzdem so ein kleines bisschen inspirieren. Und hier habe ich angefangen, unseren TV-Stand, unser TV-Regal mit einer Girlande zu dekorieren. Und ich habe hier absichtlich auf der Seite eben diese Girlande runterhängen lassen, weil ich sie nämlich mit diesen Glocken hier dekorieren möchte. Das habe ich nämlich schon ganz oft in amerikanischen Deko-Videos gesehen. Und diese Glocken, die habe ich letztes Jahr beim Obi gekauft. Und erst hatte ich die gar nicht auf dem Schirm. Ich war schon kurz davor, in Amazon welche zu bestellen, auf die ich eine Woche hätte warten müssen. Und dann habe ich meine Weihnachtsdeko ausgepackt und dann ist mir eingefallen, ja klar, ich habe ja noch diese Glocken und dann brauche ich mir gar keine extra bestellen. Und dann habe ich mir noch eben diese Lichtergirlande genommen, die habe ich bei Luberon bestellt dieses Jahr und die wollte ich halt eben auch mit dran hängen, aber nicht auf die Girlande drauf, sondern halt so ein bisschen offener oder weiter. So, genau, so wie es jetzt dahin halt. Wie sagt man dazu? Fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber egal, es sieht ja, was ich meine. Und ich fand, das hat wirklich gut zusammengepasst. Ich habe es ungefähr so im Kopf gehabt, wie ich es mir vorgestellt habe. Und es ist auch wirklich, wirklich schön geworden. Also finde ich jetzt aus meinen Augen, wie gesagt, jeder hat so seinen anderen Geschmack. Und dann habe ich natürlich wieder eine Baumscheibe genommen und habe die auch dekoriert und auf das TV-Regal gestellt, weil, wie gesagt, ich liebe es, mit solchen Baumscheiben zu dekorieren. Da habe ich eben das Holzhäuschen von der Nunana draufgestellt und den Weihnachtsbaum von der Nunana. Aber den habe ich dann wieder ausgetauscht mit dem von Kick. Der war ein bisschen größer und hat dann auch den Lautsprecher, den weißen, da hinten so ein bisschen verdeckt. Weil, wie gesagt, weiße Deko-Elemente oder weiße Sachen mag ich einfach nicht. Und dann muss ich die halt so ein bisschen verdecken. Und dann habe ich mir noch so ein Teelichtglas geschnappt und habe das noch daneben hingestellt. Dann habe ich noch so ein paar Sticks genommen und habe die in die Girlande gesteckt. Die habe ich bei Depot gekauft, das Stück 99 Cent. Und das hat dann nochmal so ein bisschen diesen rustikalen Touch verliehen. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, konnte euch ein bisschen inspirieren. Falls es so ist, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir einen dicken Daumen nach oben da lassen würdet und meinen Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder im nächsten Deko-Video. Bis dahin, stay wild and howdy!